Ja, hallo in die Runde. So voll ist der Presseraum, glaube ich, sonst nur gegen Bayern oder Dortmund. Schön, dass so viele von euch da sind für eine besondere Pressekonferenz. Ihr übernehmt ja heute den Job als Journalisten. Ich sehe schon, in der letzten Reihe ist das Mikro schon angekommen. Wenn du starten willst, kannst du gerne loslegen. Welches Lied hört ihr am liebsten? Ich höre schon auch gerne Partyschlager. So, sagt es euch was? Eher deutsche Musik? So. Was ist dir? Es kommt immer auf den Tag drauf an. Also manchmal gönnt man sich dann auch schon mal gerne vielleicht eine Pizza oder einen Burger nach dem Spiel, wie ihr vielleicht, was ihr vielleicht auch mal gerne esst. Ich glaube, als Italiener essen wir sehr viel Nudeln. Mit welchem Alter seid ihr damals ins Nachwuchsleistungszentrum gegangen? Ich bin schon recht früh, mit 8 Jahren, bin ich zum 1:05, hab dort 3 Jahre gespielt, dann bin ich ein halbes Jahr nach Bayern München gewechselt. Bayern? Ja. Das wusste ich gar nicht. Edit jetzt? Ich schwöre. Ich schwöre sehr. Wie ist es für euch, in der ersten Bundesliga zu spielen? Das ist wie, als würde man in der Schule eine 1 schreiben. 1 mit Sternchen. So gegen die ganz großen Stars von Bayern oder von Dortmund zu spielen, ist schon echt Wahnsinn. Hätte man sich so vor 3, 4 Jahren, glaube ich, gar nicht erträumen können. Und eure Hobbys außer Fußball? Ich mache gerne Puzzeln. Puzzeln, wirklich. Ja. Sag's ruhig. Bestimmt Puzzeln mit meiner... Hat er mir letztens erzählt. Mit meiner Mutter oder mit meiner Freundin puzzle ich gerne. Ich darte gerne zu Hause an der Dartscheibe und das ist auch so mein zweites Hobby. Vielleicht kann ich da nochmal was anstreben nach meiner Karriere. Das schnellste Auto und das teuerste? Oh, ich nicht. Ich auch nicht. Oh, doch. Nein. Der Fabio. Von uns beiden jetzt oder? Ja. Von der Mannschaft. Ja, guck. Du hast die Frage nicht verstanden. Von der Mannschaft... Jetzt sage ich Tobias Kempe. Stimmt, das kann sein. Ja. Der hat einen Porsche, ja. Aber Fabio auch schon einen ordentlichen Wagen. Mit welchen Spielern habt ihr schon die Trikots getauscht? Willst du anfangen oder soll ich? Also, mein Trikot wollte bis jetzt noch keiner. liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht so mich zeigen konnte. Oder dass mich noch keiner auf dem Schirm hat. Aber... Bis jetzt wollte keiner mein Trikot. Bald werden ihn alle auf dem Schirm haben. Ich habe schon meine Trikots getauscht mit Mario Götze, mit Mohamed Salah von Liverpool. Ja, das war auch eine Riesenehre für mich, muss ich mal sagen. Also da haben wir ein Testspiel gehabt im Sommer. Und da habe ich mit Salahs Trikot getauscht, habe ich ihn gefragt, kurz vor der Halbzeit. Was ist euer Lieblingsspieler? Mein Lieblingsspieler? Clemens Riedel. Lieblingseissorte? Oh, da kann der Fabio mal anfangen. Meine ist Stracciatella. Cookies. Ja. Sehr gut. Bei mir ist es ganz schwer. Wenn ich vorne in der Eisdiele stehe, da brauche ich erstmal 2 Minuten oder 3 Minuten Bedenkzeit, weil ich gerne alles essen würde. Ich bin da vielleicht ein bisschen fruchtiger mit Erdbeer oder Himbeer. Esse ich auch gerne. Was ist dein Lieblingstier? Also meiner ist der Gepard, weil er sehr schnell ist, so wie ich. Nein, also... Arrogant. Ah, okay. Nee, ich habe ihn schon als kleines Kind. Hast du einen Gepard zu Hause oder wie? Wie bitte? Hast du als kleines Kind einen Gepard zu Hause? Ja. Ja. Nein. Schon in der Grundschule immer Referat drüber gemacht. Das ist nicht einfach neben ihm. Euer Lieblingskuchen. Es gibt auch sowas wie eine Kinder Bueno-Torte. Das ist auch stark. Die habe ich letztens sogar an Ostern erst gegessen, jetzt vor 3, 4 Tagen. Das ist schon mal sehr lecker. Ich esse gerne den Erdbeerkuchen von meiner Mutter. Der ist auch sehr, sehr lecker. Was ist dein Lieblingskuchen? Schokoladenkuchen. Auch gut, ja. Ja, dann würde ich sagen, können wir gerne noch ein gemeinsames Bild machen. Vielleicht einfach hier oben. Dann kommt der einfach alle mal nach vorne. Kommt alle mal hoch. So. Ja.